Hallo, ihr Leseratten. Endlich das Auslosungsvideo. Ich wollte es ja endlich am Dienstag drehen, aber es ging nicht. Es ging absolut nicht. Denn Montag war die Beerdigung von meinem Onkel und Dienstag war auch noch einige Verwandte hier. Da ist klar, wenn man sich sonst nicht so wirklich sieht, dass man dann da nochmal zusammen sein will. Und danach war eben arbeitsmäßig so viel zu tun, was ich als angestaut hatte von den beiden Tagen. Puh. Deswegen heute am Samstag. Und ich bin ja begeistert, wie viele da mitgemacht haben diesmal. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Ja, also. Zunächst geht es natürlich um das. Ich sollte die Sachen vielleicht nochmal herholen. Sekunde. Muss ich dann noch rankommen? Stehen natürlich besser vor. So. Okay, ja, super. Ach, Chaos. Flasche umgeschmissen. Zum Glück war sie zu. Ja, also wir beginnen mit dem Krimi-Paket. So sah das Paketchen aus. Zwei Bücher, ein Lesezeichen, ein signiertes Lesezeichen, bemerkt. Ja, und hier seid ihr alle drin, die da mitgemacht haben. Und ich muss gleich dazu sagen, einige haben ja bei beiden Paketen gesagt, ist egal, oder ich will beide, oder wie auch immer. Und wenn ihr quasi jetzt hier gezogen werdet und hier dann nochmal, das schütte ich dann nachher um, geht natürlich nicht. Man kann halt nur eins von beiden gewinnen, weil wenn es gibt zwei Pakete und zwei Mal gewinnt der gleiche, ist ein bisschen blöd, ne? Ja, okay. Also, zumachen. Lalala. Bin ja auch so gespannt, wer denn nun gewinnt. Oh, ein bisschen Spannung reinbringen. Gut. Okay. Wollt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Wahrscheinlich nicht, ist ja auch egal. So, ich habe jetzt jemanden. Ich schmul mal. Ich trinke noch einen Schluck. Ich weiß schon, wer gewonnen hat. So, gewonnen hat Alltagstouristin. Wow, was ist mit dem Bild los? Ja, Tina, das gehört dir, wenn du mir deine Adresse schickst, schreibst, per PN, wie auch immer. Herzlichen Glückwunsch! Okay, dann die anderen raus. So, leer. Die nächsten rein. Und bei dem haben deutlich mehr mitgemacht, bei dem Liebespaket. Ich hätte es eher umgekehrt gedacht, ganz ehrlich. Aber gut, so, das bleibt zusammen. Dahin. Ja, und das Liebespaket war das hier. Ja, wir schütteln. Ich schüttel, ihr schüttelt nicht, aber ich schüttel. Okay. Wieder jemanden. Gucken. Okay, also genau bei dem Zeug meine ich jetzt, ne? Alltagstouristin. Ja, beide Pakete geht halt nicht, wie gesagt. Sorry! Das ist wirklich passiert, habe ich jetzt nicht gedacht. Also, wir schütteln nochmal. Gut, dass ich es vorher gesagt habe. So. Also. Nächste Chance. Oh, ich habe das Trinken vergessen. Prost! Ich will jetzt ein bisschen spannender machen, ne? Hallo. So. Gut, das Liebespaket hat gewonnen. Medi Tom 2005. Herzlichen Glückwunsch. Warum geht das Licht denn immer so dunkel? Also die Kamera? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen dem Hellen. Auch von dir brauche ich die Adresse. Habe ich herzlichen Glückwunsch gesagt? Bestimmt nicht, wahr? Das Paket gehört dir. Oder euch, das ist weit, keine Ahnung. Ja. Das war's dann auch schon. An alle, die nicht gewonnen haben, sorry, aber so ist es nun mal. Und ja, Alltagstouristin. Wäre fast doppelt geworden, wenn ich nicht das vorher gesagt hätte, nicht? Okay. Gut, die nächste Auslosung kommt, Verlosung kommt bestimmt irgendwann mal.
Gibt es noch irgendwas zu sagen? Habe ich noch irgendwas mitzuteilen? Ich drehe jetzt gleich noch ein Video. Das geht aber nicht mehr heute online. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagmorgen. Nicht wahr? Morgen ist Sonntag, ja. Vielleicht guckt ihr es gar nicht heute, ist ja egal. Gut, dann ist noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.